So, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier zu Besuch, der Marco. Grüßt euch. Und zwar wollte ich von Marco jetzt mal wissen, was ich bisher an Autos da habe, was er nicht anfassen würde. Also wo du sagst, würde gar nicht mal bei dir landen, das Auto. Oder wo du sagst, da hättest du das so und so gemacht. Also einfach deine Meinungen über die Projekte. Du kannst auch nur sagen, geh mal weiter, null Interesse. Okay, bin ich mal gespannt. Wo wollen wir anfangen? Wir fangen mal genau so, wie du gerade dran sitzt, mit dem 190er an. Da haben wir aber auch schon öfter drüber geredet, ne? Saugeiles Projekt. Farbwahl bei dem Auto sehr gut. Hätte ich auch in Schwarz. Auch als Evo-Paket, Evo 2-Paket geil. Felgen würde ich andere nehmen. Felgen würde ich so mich versuchen, an den Originalrad zu richten. Das 7-Speichenrad. Ja, genau. Ja. Da finde ich geil. Motorisierung, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ja. Ich finde den Motor sehr, sehr geil. Bei mir wäre es Automatik geblieben, weil ich weiß, macht bestimmt mächtig Laune der Motor, aber ich weiß, dass die Automatik auch schnell schalten kann. Und ich glaube, wenn man denen dann sagt, man möchte ihn öfter fahren, würde ich eine als Automatik wählen, weil ich sehe es bei unserem 23, also bei unserem 123er mit Schalter. Ja. Das Auto fährt saugeil, fährt natürlich auch sportlich durch die Schaltung. Mhm. Aber irgendwie ist es für mich falsch bei Mercedes. Ich habe das eben mal gesagt, Mercedes muss Automatik sein. Immer? Ja, schon. Wegen dem Motorcharakter oder eher wegen dem Auto selber, dieses Cruisen? Ich verbinde Mercedes halt mit dem Cruiser. Das hat nichts mit einem Cruiser zu tun. Ich stelle mir das Schalten, also beim 123er lässt sich besser schalten, als ich eigentlich dachte. Also es schaltet ohne diesen Bonanza-Effekt. Da hat der Raphael mir echt ein paar Tipps gegeben, hat gesagt, mach alle Hardyscheiben neu, mach alles neu, mach alle Motorlager neu. Dann wirst du merken, dann ist das sehr gering. Das ist doch sehr gering. Aber ich empfinde es irgendwie geiler, wenn du die Fahrstufe reinmachst. Und einfach nur drin hockst. Und drin hockst. Gerade bei dem Kompressormotor. Okay, 200 PS, aber ob der geschaltete Automatik macht, ich glaube... Bist du denn schon in Automatik gefahren, der Motor? Ich bin mal, also natürlich nur in der C-Klasse den Motor als Automatik gefahren, aber fand ich noch auch spritzig. Ja? Der Raphael sagte, die haben das ja mal zusammengebaut mit einer Viergang-Automatik, das funktioniert, aber ihm ist die Automatik zum Beispiel deutlich zu träge. Ja, ja. Und ich finde die Automatik, wenn du jetzt so ein 280er Mercedes fährst und 123er, ich finde das okay. Ich glaube, da fällt es auch nicht auf, aber das, was der halt macht mit seinen 500er mit Kompressorumbauten und so, da muss Fünfgang rein. Da muss Fünfgang dann rein, auf jeden Fall. Aber wirklich geiles Projekt. Zum Beispiel, wenn ich soll das jetzt so beschreiben, quasi, wenn ich sage, ich soll das Projekt quasi übernehmen oder was würde ich zu dem Projekt sagen? Hätte ich Bock drauf oder würde ich nicht machen? Ja. Wenn ich es übernehmen würde, wie andere Felgen, dann würde ich dich wieder als Rad fragen. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde ein offeneres Rad fahren und auf jeden Fall ein silbernes Rad. Okay. Oder ein poliertes Rad. Das war jetzt damals für die Messe und seitdem steht er so dran. Ansonsten, also, wie gesagt, Motor, Schaltgetriebe, Optik, das finde ich gut, würde ich auch nichts dran verändern. Innenausstattung perfekt. Also gut. Das ist auch eins, fast eins mit Sternchen. Gut. 6 Liter. Hättest du ihn so gemacht? Nein. Nein. Was hättest du dran nicht so gemacht oder anders gemacht? Ich finde den 500er einfach... Ausreichend. Er hat einen geilen Auftritt, der 500er. War ja aber kein 500er. Weiß ich, es waren 420er, ne? Ja, 400er, ja. Oder 400er. Und dann hätte ich eine Serie gelassen. Also echt? Mir sind die Kotflügel too much. Vorne ist ja E500 plus 2 cm. Nee, original 500. Okay, dann vorne finde ich es wirklich geil. Aber hinten ist schon, das schon, da ist schon echt, da ist ja die halbe, die Tür ist ja schon quasi mit dem Anschlag genommen richtig worden. Richtig. Ich glaube, da habe ich keine Ahnung, so was ich vielleicht nicht immer mache, so ein bisschen türkischer gedacht. Wenigstens wirst du deinem Land ja mal Ehre machen, ne? Dann hast du, machen wir mal richtig. Das Blöde ist, der 500er ist ja schon breiter wie ein normaler 124er hinten. Und ich finde, der hat schon seinen Auftritt. Ja, aber ich fand dann halt die Kotflügel, die Proportionen vorne zu hinten schlecht. Aber du hast beim 500. Eigentlich gesagt, dass, also wenn es nicht mal als Beleidigung gilt, das ist mir zu türkisch. Also das ist mir das ist das zu viel Auftreten. Und du hast hier den 6 Liter, das ist der 6 Liter Umbau, ne? Wo du auch mal im Prüfstand war, wo der Außerlage. Da muss ich ehrlich sein, bevor ich was Falsches sage, ich glaube, das muss man fahren. Ich glaube, wenn man das fährt, das fühlt sich schon wild an. 6 Liter Hubraum, ich glaube, das bockt schon. Ja, das macht definitiv Spaß. Also, hat aber, wie gesagt, die Viergangautomatik, die auch jetzt mal überholt werden sollte, weil der ja auch schon ein bisschen was auf dem Buckel hat. Aber da ist der Raphael immer, wenn ich ihn frage, was hältst du jetzt, dass wir da Fünfgang oder Schalter machen, dann will ich mit Absicht so einen teuren Preis, dass ich es ihm nicht bringe. Weißt du, dann bleib weg damit. Weil ich die Viergang nicht anfassen will, oder? Genau, genau.
Es ist auch ein scheiß Aufwand, da braucht man nicht drüber reden. Und der hat ja schon ein paar Umbauten gemacht. Aber ich bin Schwabe, der ist der Benz-Kassierer. Und musst, ne? Ja, und du bringst ja quasi, wenn zum Beispiel bei euch, gibt es hier so All-You-Can-Eat-Essen? Also du bezahlst quasi 30 Euro. Beim Chinesen. Zum Beispiel. Ja. Da bringen die Schwaben doch immer Tupperboxen mit, oder nicht? Ne? Bitte den Rest zum mitnehmen. Zum mitnehmen meinst du, ja, zum Warm machen? Ja. Ja. Das habe ich ja aber auch bei ihm gemacht. Ich habe das Auto ja, für den Motor habe ich ihm den gebracht. Habe aber noch ein paar Sachen eingepackt, wie Fahrwerk. Kannst du auch gleich mit reinmachen, wenn schon dabei bist, du auf die Art. Ja, aber Raphael, du musst da mal loben. Deswegen ist es. Das zum Beispiel wäre ein Auto. Selbst wenn du mir den Unterpreis anbieten würdest, würde ich Nein sagen. Echt jetzt? Ja, würde ich Nein. Okay. Ganz klar Nein sagen. Weil ich weiß, mir ist das too much. Zum Hinstellen, zu einer Ausstellung, für eine Messe, voll geiles Auto. Aber fühle ich nicht, wo ich sagen würde, es sieht schön aus, aber mir ist es drüber. Ja. Mir ist es einfach drüber. Weil gut. Ich mag es ja auch immer ein bisschen tiefer und ein bisschen breiter als du. Das muss man ja auch dazu sagen. Das ist genau das Problem. Noch kein Auto hat mich so richtig abgeholt mit Luftfahrwerk. Weil ich weiß, also mag natürlich sein, sobald Luftfahrwerke ins Spiel kommen, die nicht serienmäßig in Autos verbaut sind. Funktioniert nicht so. Will ich nicht mal sagen, aber es ist nicht meins. Ich behaupte, jedes gute, zum Beispiel KW-Fahrwerk oder was auch immer, funktioniert in hoher Belastung. Weil ich ja eher so der Motortyp-Fan bin. Funktioniert das besser als ein Luftfahrwerk? Also ich habe beim Luftfahrwerk habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn du wirklich relativ günstige Komponente nimmst, jetzt unabhängig, was für ein Dämpfer das jetzt war, sondern das ganze System rundherum, wenn du halt nicht drauf achtest oder nicht gerade das Beste nimmst, was dich am Schluss dann 6.000 Euro kostet, so ein Luftfahrwerk, das wird funktionieren, auch mit diesen ganzen Regler und so, weißt, wo einfach das alles nochmal regelt, wie es soll, wie beim originalen Fahrwerk, Luftfahrwerk. Aber wenn du so diese günstige Variante nimmst wie ich. Ich muss dazu sagen, der Sven hat ja Luftfahrwerk bei sich im Polo und auch wirklich was Hochwertiges. Ja. Und der ist, glaube ich, jetzt ein Jahr gefahren, knapp über ein Jahr. Und jetzt ist wieder ein Static-Fahrwerk drin. Er sagt, er hat seine Erfahrung auch gesammelt. Ich glaube, das muss man auch einmal. Genau, ich behaupte mal, Luftfahrwerk ist cool, für, je nachdem, was du möchtest. Also ganz klar, wenn du dein Auto nur Show and Shine benutzt und du willst dein Auto so wie hier auf den Boden legen, dass er hier am Rand steht. Ja. Cool. Dann cool, ja. Aber ich glaube, wenn du sagst, du willst jetzt damit jeden Tag 50 Kilometer fahren oder willst den auch wirklich nutzen. Ich glaube nicht einmal dann wäre das Problem, sondern wenn diese Fahrzeuge, denke ich, immer ein bisschen stehen, gerade mit dem Luftfahrwerk, merke ich an jedem Auto, wo Luftfahrwerk verbaut ist, geht es vorne nicht mehr hoch, geht er dann hinten nicht mehr hoch, dann geht der Kompressor nicht mehr an. Also gerade wenn es steht. Gerade wenn sie stehen. Also vielleicht ist es auch nur bei mir so, weil bei vielen anderen, die jammern nicht drum. Aber wenn du natürlich nur ein Auto hast, der zu Hause in der Garage steht, den du nur im Sommer ab und zu mal rausholst, dann ist es dein Schatz. Da ist es dir egal, wenn du mal kurz was machen musst. Wenn ich aber bei nur mal Schwindplätze bewegen will von Autos und muss mich dann eine Stunde mit dem Fahrwerk, mit jedem Auto beschäftigen, dann nervt's. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bei Gewindefahrwerk fährst du raus und fertig. Wobei wir ja schon beim nächsten Auto quasi sind. Ne? Wir haben ja den Daniel hier. Daniel, das ist genau dein Ding, ne? Zu 100%, ja. 100%. Ich sehe ihn auch da drin mit seiner Haare und so, mit so einer Lederjacke. Ich glaube, der wird nicht mehr aussteigen, der Daniel. Nee. Wenn du sagst, Marco, was hältst du davon? Ich würde dich drum beten, geiles Fahrwerk rein. Ja, also fertig. Sprich, Gewindefahrwerk, das der Reifen nicht mehr so eintaucht, sondern halt, ich glaube auch, was ist das, 22 Zoll? Nee, 20. Boah, das sieht so riesig aus. Ich hätte gern ein bisschen mehr Reifen. Ich glaube, man kriegt ja vom Rollumfang her wahrscheinlich ein bisschen mehr Reifen drauf. Und dann dürfte das ruhig bündig sein, so wie hier, sag ich mal. Okay. Und ich sage, dann ist das Schiff. Also Farbkombination gigantisch, ist nicht unbedingt, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich, wäre das Auto schwarz außen, also den sehe ich auch wirklich in schwarz, schwarz Leder, das Holz auch nochmal in dunkelschwarz. Also hier sehe ich alles in schwarz. Okay, also schwarzer wie ich. Ja. Also Daniel sagt zum Beispiel, das hat er immer gesagt, BMW, dunkle Außenfarbe, helles Leder und Holz. Ja. Und das alles ist ja hier zu 100% drin. Also Holz wäre jetzt nicht unbedingt, also ich würde es nicht nachrüsten oder so, aber ich finde, bei solchen großen Limousinen finde ich einfach diese helle Ausstattung, der Kontrast so geil zu schwarz. Ja. Schwarz-schwarz geht immer, brauchen wir nicht drüber reden. Also würde ich vielleicht sogar auch schon fast so bestellen, weil ich selber nie freiwillig mit einer helle Ausstattung ein Auto bestellt habe in meinem Leben oder gekauft habe für mich zum Fahren,
weil mit den Hosen, was ich immer anhabe, geht das nicht gut. Also die sind am Arsch, die Sitze dann. So ein Auto sehe ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, Auto deutlich höher. Felgen wäre alles cool, Farbkonstruktion, aber hier sehe ich schwarz-weiße Kennzeichen dran und auch wirklich sonntags mal zur Spielothek abends fahren oder halt hier, wo man hin. Also wirklich das Auto sehe ich fahren. Das sehe ich auch mal auf dem Treffen. Also mit dem Spielothek beschäftigst du dich in letzter Zeit also viel, ne? Also gedanklich. Also ja, hast ja auch mal an unseren Containerautos den. Aber man muss ja auch zugeben, ich bin auch schon mit Daniel abends zu Spielo gefahren, ne? Abgeholt. Ja. Das muss man ja leider gestehen. Hast du für Spielo was über? Also das PlayStation, ja, FIFA oder so, Fußball, gar nicht. Ja. Zum Beispiel gar nicht. Das spiele ich dann lieber, aber so Automat oder so ist nicht so mein. Wo ich Single war? War Spiele für mich schon fast, gehört fast alltags ein bisschen übertrieben. Also ich habe mir immer ein eigenes Ziel gesetzt. Ich habe maximal 100 Euro mitgenommen, dass mal ja nichts schief gehen kann, weil ich glaube, ich hätte ein Verlangen zu einer Sucht. Ja. Aber für mich waren es 4 Stunden abschalten. Okay, ich verstehen. Also ich habe immer das Glück gehabt, ich habe maximal 100 Euro mitgenommen. Hab 20 reingeschmissen. Früher ging das ja heute, ich glaube heute, wir haben es ja letztes Mal gesehen, heute musst du ja für 2 Euro erstmal 8 Minuten warten, bis die 2 Euro da drin sind. Und habe eigentlich mal so 100 Euro mitgenommen. Also ich habe immer Plus gemacht. War aber an dem Tag 3 Stunden in der Spiele. Ja. Das ist also eigentlich, aber das sind das Schandtaten. Ja, nö, das hast du mal gemacht und fertig. Ne? Aber wie gesagt, finde es heute immer noch eine lustige Geschichte. Deswegen, also da sehe ich schon, vor Spielothek sieht perfekt aus. Perfekt. Ja. Oder auch, wenn man mal zum Treffen fährt, ein Granatenauto, zumal BMW, Oberklasse 7er, seltener auf dem Schirm wie jeder SL oder wie jede S-Klasse. Ist zeitlang auch voll untergegangen, das Auto. Aber auf dem Markt, komplett, bis ich das Auto für 3.500 Euro gekauft habe, habe ich damals, wir reden auch vor 2 Jahren, und dann auf einmal auf dem Markt, aber gut, muss ich auch dazu sagen, wir haben gefühlt, also vielleicht waren es in echt, 100 Leute auch geschrieben. Nur wegen dir, haben sie mir ein Bild geschickt, dass sie einen gekauft haben. Habe ich auch ganz oft gelesen, dass wir, wenn wir generell Oldtimer, dass die Leute schreiben, wegen dir habe ich mich infizieren lassen zu einem Oldtimer. So. Ich traue mich halt an die Technik nicht dran, weil auch hier sind wir beim Thema, eigentlich muss der Oberklasse Limousine Automatik sein. Ist Automatik. Ja. Bei BMW sage ich, will ich schalten. Ja, aber bei 7er. Nein, 7er muss auch automatisch. Aber ich würde sogar lieber schalten. Weil. Bei dem Mercedes, jetzt nicht. Mercedes hat meiner Meinung nach für sich das Automatikgetriebe perfekt verfeinert. Perfekt. Ja, ja. BMW ist das nicht so geil. Ja. Da ist Schalter besser. Aber es muss automatisch sein. Heute würde ich. Damit willst du eh nicht schnell fahren. Wie gesagt, willst du gesehen werden. Du hast auch keinen Bock. Und das ist das, da muss ich aber wirklich auch sagen, das ist das einzigste Auto, was mir persönlich irgendwann aufgefallen ist beim Fahren, da hin und her fahren. Wenn 120 stand, gucke ich auf den Tacho, ob ich vielleicht drüber bin, weil du guckst ja immer, wenn du ein Schild siehst, ob bist du drüber, war ich bei 100. Freiwillig 100 gefahren. Weil es so entspannt ist. Weil du da drin einfach nur chillst. Also du schaltest da auch ab. Und du brauchst hier diese Leistung, diese Beschleunigung nicht. Nein, aber... Ja? Also er läuft jetzt nicht schlecht, aber... Daniel, stell dir jetzt mal wirklich 5 cm hoch das Auto vor, da hinten 3, vorne 4, damit nach Dortmund fahren. Ein bisschen Chef auf dem Aldi-Park. Ja, aber nicht lange wahrscheinlich. Also fühle ich auch so ein Auto, was für ein Bau, das ist fast Oldtimer, ne? 95, 96. Ja, sag ich ja, fast Oldtimer. Ja. Facelift aber schon. Nee, das heißt, glaube ich, wir haben auf Facelift Motor, umgebaut. Oder? Ah, okay. So, das war vor Facelift. Ne? Wir haben und diese Blinker, die sind normalerweise breiter hier da auch. Da kommt der BMW-Kenner durch. Ja. Ja. Aber wirklich tolles Auto. Kleine Abänderung wäre ich 100% auch im Spiel. Aber mittlerweile kriegst du ja auch gute Autos. Gut, mittlerweile. Traue ich mich nicht dran. Habe ich schon oft angeboten bekommen. Da sage ich dir, wie du schon gerade sagst, ich habe schon mal welche angeboten bekommen. Einen weißen habe ich letztes Mal angeboten bekommen. Ich glaube, den habe ich dir gezeigt. Da war aber irgendwas, ich glaube, die Wasserpumpe war stark undicht und dann hat er so Ausbau, wollte dann aber nicht starten, weil ich gesagt habe, ich kaufe so einen Motor nicht, ohne dass ich den einmal kurz laufen höre. Ich sage, ist mir egal, ob wenn man ohne Wasserpumpe. Wollte er nicht und habe ich gesagt, dann kaufe ich den nicht. Und war ein Schalter, weiß mit Leder schwarz. Dann war es aber ein 728. Nein. War ein Schalter. Da kann es 37 gewesen sein. War auf jeden Fall ein großer Motor mit Schaltgetriebe. Okay. Und da habe ich gedacht, geil. Und Auto so vom Zustand, er hat hier und da seine Mäckchen, sollte um die 5 kosten. Aber weiß nicht, was mit los ist. Also die Autos wirst du für 3 nur noch Schlachter kriegen. Genau, das habe ich gesehen. Euro. Und ich sage es ganz ehrlich, so ein Ding im Serientrim mit Kilometer auf der Uhr und mit Lackmängel für 8, 9
bin ich raus. Mhm. Ja, war, aber so sind sie mittlerweile. Dann warte ich irgendwann mal auf das typische Schnäppchen, ja, wo ich sage, ja, da kann man was rausmachen. Aber wäre ich nicht abgeneigt, aber finde ich geil. Mhm. Gehen wir gerade auf zum nächsten BMW, wobei ja jeder mittlerweile draußen weiß, dass du den gerne hättest. Ich sehe ihn auch schon bei uns. Ich weiß nur nicht, wie ich dir das erklären soll. Dieses Auto fühle ich zu 100%. Ich glaube, ne? Da haben wir auch schon in einem anderen Video, in deinem Video, das stimmt, darüber geredet. Ich fand den immer erst gut, beim nächsten Mal fand ich ihn besser. Und umso öfter ich den sehe, umso dreckiger ist er hier. Das kann man ja direkt sagen. Umso geiler finde ich ihn aber, weil ich weiß, so ein Auto würde ich mit Freude bei uns ins Museum stellen. Hast du auch gerade keinen E30? Nein, hast du auch nicht? Weil ich das, du hast es komplett richtig gemacht und du sagst es mir auch jedes Mal komplett richtig. Die Preise für so Autos, da sind wir ja schon im deutlich fünfstelligen Zahlenbereich. Ja, ja. Und da bin ich eigentlich raus, weil wenn ich E30 höre und mir sagt einer 10, 15, 20.000 Euro, ja, hast du eine Macke? Ja, aber mittlerweile ist halt überall so und die Leute wollen ja auch ihr Maximum erreichen mittlerweile mit dem mit jeder Auto. Heute hat keiner Geld zu verschenken, das habe ich schon gemerkt. Aber wenn ich höre E30, Vierzylinder, wenn es ein IS ist, und ich höre 15.000 Euro als Beispiel, das sage ich, geh ab. Also ich sag dir ganz ehrlich mal jetzt auch, da, das habe ich glaube ich den Leuten nicht so oft erzählt, was ich für die Autos schon geboten bekommen habe. Mit Messe, mit hier. Ob das jetzt bezahlt werden wird oder würde, das weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist die andere Sache. Aber ernsthafte Interesse war jetzt hier, das war sogar so ein MMA-Kämpfer auf der Messe. Mit Rolex, Gold, das, jenes. Was hat er geboten? Hat so eine Tasche vor sich gehabt, so Hängetasche. Hat gesagt, er zahlt mir 50, zahlt mir jetzt auch 25, wenn er fertig ist, soll ich ihm bringen. Dann habe ich gesagt, Moment, was meinst du mit fertig? Ja, wann wird denn der fertig? So, ich weiß nicht. Das, ja, mach in 3 Monaten fertig. So, dann hast du natürlich Bedenken bei einem MMA-Kämpfer, der sowieso, also war so 2 Quadratmeter groß. Ne? Länge mal weiter in so, Höhe. Machst du denn für 25 und du kriegst nicht fertig, hast du ein Problem. Ne? Und ich mache das auch nicht mehr, also dass ich eine Anzahlung kriege und sage, okay, ich mache das Auto fertig. Würde ich niemals machen. Oder da habe ich immer so einen Druck, deswegen mache ich das auch nicht mehr. Deswegen, wenn er fertig ist, kannst du ihn haben, so auf die Art. Ne? Genau, wenn bei uns Projekte fertig sind, zum Beispiel, wo bei uns die Nachfrage brutal hoch ist, der 123 kommt, der ist 123, mit, selbst Enrico hat schon klares und deutliches Interesse angeboten, ja, was sprechen wir über Zahlen, aber schon fünfstellig ist logisch, eine 2 vorne und dann beginnt die zweite Zahl nicht mit einer 0. Also wir sind da auch schon im mittleren Bereich. Krass. Wo ein Autohändler bietet. Moment, wir müssen aber dazu sagen, dass das Auto auch in Mobile oder in eBay Kleinanzeigen oder so nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Auto ist. Nein, es gibt keinen zweiten. Also ich bis jetzt, also dato weiß ich, dass wir die Ersten sind, die das jetzt im 123er Bereich umgebaut haben. Wir haben eine Visio-Reihe drüber gemacht. Gibt bestimmt welche, die das jetzt schon nachgebaut haben. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es jetzt mehrere gibt. Bestimmt. Aber finden ein T-Modell in dem Zustand. Lackmäßig behaupte ich, es ist einer unserer besten Autos. Ja. Das Ding wurde sehr gut restauriert, Innenausstattung sauber, Technik funktioniert, großer Bremsumbau, Motor eingetragen. Ich sag dir, da ist der Preis nach oben offen. Wenn ich jetzt einfach rumspringen würde und sage, ich will aber 35 haben, behaupte ich, gibt es auf dieser Welt bestimmt auch einen, der sagt, Mensch, ein originales T-Modell als 230 geschaltet, für einen sauberen, wirklich blitzsauberen, bezahlst du auch zwischen 15 und 25. Sowieso. Und dann kommt noch der Umbau und so. Also für 5.000 Euro gibt es kein T-Modell. Ja. Keins. Nee, keins. Doch, auf dem Schrottplatz. Ja, oder schlechte. Deswegen sage ich, da weiß ich, was sie gebaut haben. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich spüre, wo Käufer mit uns passt. Der sagt, ey, ihr habt das geil gebaut, der freut sich. Und er sagt, ey, ich möchte es gerne haben, es wäre ein Traum von mir. Wenn Mängel sind, kann ich, wieder, wir sind nicht so, dass ich hau ab, komm nie wieder. Sondern ich möchte einfach das Verständnis haben, es kann immer was sein, komm nicht her. Ich habe gekauft, ich habe 2 Jahre Gewährleistung. Nicht auf diesem Ton, ja. Kommt zu uns und sagt, hey, mir ist aufgefallen, da hinten rechts ist das Rad abgefallen, was können wir jetzt machen? Könnt ihr mir behilflich sein. Klar, und dann sind wir immer bereit. So. Also uns das ist natürlich auch ein Unterschied. Und die Fahrzeuge, was ich bisher verkauft habe, habe wirklich auch Leute, vor allem den Fünfer, das, jenes, wo, dem kann es alles geben. Also im Prinzip, der wird auch nicht sagen, Mutlu, das und das und jenes. Ne? Wir haben auch schon 2 Autos zum Beispiel verkauft an jemanden. Der ruft mal an, ich habe Bock auf das Auto. Beim ersten Mal war ich skeptisch. Der hat den aber auch wirklich blind gekauft, abgeholt, hat ein paar Monate später angerufen, habe ich das reingesteckt, geil, fährt toll. Ja. Rief dann für ein zweites Auto an. Ich sag, was denkst du, was er wert ist? Der sagt mir seinen Preis.
Ja, ich sag, kannst abholen. Kannst abholen. Ja. Hab ihm dann noch TÜV drauf gemacht, haben wir mal was gemacht. Dann sagte ich, hätte gerne bei dem einen noch eine Auspuffanlage drunter, kannst mir da noch was bauen. Klar, mache ich dir auch fertig. Okay. Also muss ich auch sagen, in letzter Zeit haben wir viele Autos verkauft. Ich spreche halt einfach bei uns auf dem Kanal auch einfach gar nicht drüber, sondern wir verkaufen wirklich viel. Wir haben ja muss ja auch wieder. Was drei, genau, ja, es kommt, die Tür müsste, ich sag's immer wieder, eine Tür schließt sich, dafür dann eine andere aufgehen. Ja. Wir haben sehr viele Autos verkauft und alle letzten, die wir verkauft haben, geile Leute gewesen. Alle. Alle Verständnis gehabt. Ich zum Beispiel, ich kann ein Auto sagen, 200 Diesel haben wir verkauft, unser wirklich Schrottauto. Der braune. Ja, da habe ich auch keinen Bock mehr gehabt. Ich habe gesagt, pass auf, mich hat das Auto selber das und das Geld gekostet. Ich will einfach nur mein Geld zurück. Ja, ja, ja. Oh, nämlich. Hat sich gefreut, hat die ganzen Rechnungen, ich habe ihm alle Rechnungen gezeigt, was wir bezahlt haben, hat mir genau mein Geld wiedergegeben und dann sagt er, ich hole ihn ab. Ich so, willst du auf eigene Axt fahren? Ja klar, der schafft das. Der kam eine lustige E-Mail, sagt er, ey, bist du hat es nicht auf eigene geschafft. Ich so, was ist kaputt gegangen? Er sagt, der Automatik hat irgendwie sich komisch angehört. Ich so, hä, die haben wir doch erst neu. Mhm. Wir haben ja zweimal Automatik-Tiefung gebaut. Ja. Ich so, haben wir von jemandem gekauft, die perfekt laufen sollte. Ja, scheißegal, ich mache eh was anderes rein. Aber wollte ich nur Bescheid sagen, aber er hat noch gelacht, dass er liegen geblieben ist. Und das sind halt die geilsten Leute, wenn sie das wissen, dass das passieren kann. Genau. Und deshalb sage ich, ist der Autoverkauf halt schwer. Und deshalb hier, ich weiß, um das zu bekommen, muss ich tief in die Tasche packen oder muss in meiner Trickkiste suchen, was für Autos ich habe. Ich habe ja auch viele schöne Sachen. Ja, ich weiß, die habe ich dir ja auch aufgezählt. Ne? Ja, aber das Problem ist, aber, du musst ja Geld aufpacken. Da war große Differenz dazwischen. Aber ich würde den schon bei uns fühlen. Ich würde den ja auch schon bei uns fühlen, wenn du einfach sagst, der kommt mal zu uns und ich darf den ein paar Mal waschen und reinigen. Dann steht genau. Er einfach bei uns. Ja, können wir auch. Ne? Klar. Das Auto, also irgendwas müssen wir damit mal machen. Ja, machen wir auf jeden Fall was. Irgendwas muss der... Vor allem, wenn ich den Ersatz jetzt mal irgendwann da zumal, jetzt anfange. Zumal, wenn das geklappt hat mit dem Umbau von dem 02 von der Dienst. Ja. Rot, rot, könnte man mal nebeneinander stellen, beide Hauben auf. Stimmt. Das wäre mal ein schöner Vergleich. Ja. Aber ganz, ganz, also wirklich, wenn du mich fragst, nichts würde ich verändern. Nichts. So wie er ist. Eine Duftbombe vielleicht rausnehmen. Ja gut, der war schon immer drin. Da ist, da liegt noch, glaube ich, eine Ente hinten drin. Ja, die ist auch noch da. Die ist seit Anfang an schon drin. Die Ente wird bei uns in die Vitrine kommen, zu Nadine ihren Enten. Ach so, okay. Und den Duftbombe würde ich vielleicht ersetzen gegen einen anderen. Aber ansonsten, Kennzeichenunterlagen dran und fahren. Fertig. Geil, toll, ganz, wirklich ganz tolles Auto. So, ein Golf. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte gerne eigentlich dieses Auto irgendwann zurückrüsten. Eigentlich haben wir ewig gebraucht, den fertig zu machen mit der Software, dass der so läuft, wie er läuft. Und jetzt sage ich, okay, zurückrüsten, eigentlich doof. Aber das heißt nicht, dass ich den jetzt morgen, übermorgen machen würde. Jetzt die Frage, würdest du ihn zurückrüsten von Turbo wieder auf Original R32? Ganz schnelle Antwort, was ich machen würde. Hört sich jetzt bekloppt an. Das Auto würde ich komplett in die Serie zurückversetzen. Komplett. Serienfahrwerk, Serienräder, Serienmotor, Innenausstattung ist Serie, wie ich sehe. Ja. Ich werde alles original machen. Und dann? Erfreuen, dass es ein Golf 4 R32 in Original wieder fährt. Definitiv Serie. Du könntest mir die geilsten Räder anbieten, du könntest mir das geilste Fahrwerk anbieten, die geilsten Scheinwerfer anbieten. Ich werde alles in Serie machen. Wenn man heute einen Golf 4 R32 sieht, ist das für mich... Ja, ja, gut. Ich sag immer Auspuffanlage, Fahrwerk ein bisschen tiefer und Felgen waren ja damals auch schon cool. Also die finde ich cool. Aber ja, also ich müsste, also die Scheinwerfer habe ich noch original da. Ich habe nämlich andere besorgt, dass ich so einen Blödsinn machen konnte. Ja, also die originalen habe ich noch da. Man müsste lediglich Kotflügel, weil der ist ein bisschen breiter gemacht worden. Na, das ist diese GFK-Kotflügel. Nee, das ist Originalblech. Ah, okay. Also Kotflügel, Fahrwerk, klar. Und Felgen. Mehr ist an dem Auto also, jetzt auch nicht verändert. Also, das ist ja, wenn du mir jetzt quasi, du stellst mir jetzt das Original in der gleichen Farbe daneben und du würdest mich fragen, welchen würdest du dich entscheiden? Ja. Unabhängig davon, dass ich weiß, dass das deutlich mehr Fahrspaß hatte, ja. Deutlich mehr Fahrspaß, ja. Würde ich trotzdem Original nehmen. Ich weiß nicht warum, ich weiß es aber nicht. Aber ich auch. Ich bin absolut der Turbo-Fan, das macht deutlich mehr Spaß. Das ist heute, stellst du mir ein RS2 hin. Mittlerweile, ich gucke, früher habe ich nach RS2 so oft geguckt. Ich gucke gar nicht mehr. Weil ich sehe, wo die Preise hingegangen sind. Das ist wirklich unnormal hoch. Und wenn ich mir dann vorstelle, mein RS2 muss blau oder rot sein. Mhm. Eigentlich gibt es keine anderen Farben für mich. Also blau oder also das Nugaro blau oder das Rot. Ja. Eins an den beiden Farben. Und wenn du dann anfängst, fängst du mit 600 PS Lader an und Krümmer, Rohrkrümmer umbauen. Niemals. Niemals. Würde ich aber heute auch nicht mit dem RS2 machen. Mit dem S2 haben wir jetzt eine Änderung gemacht, oder sind wir gerade dabei, weil einfach, sage ich jetzt mal, weil der vom Zustand auch nicht mehr. Also wenn der vom Zustand ja top gewesen wäre,
Du redest jetzt von deinem roten. Von meinem roten, ja. Hätte ich da wahrscheinlich nicht viel dran gemacht. Aber da der wirklich Lack unbedingt braucht und das braucht ein Motor auch nochmal, obwohl der Motor war gar nicht so schlecht. Der Motor so. War vorher, der, also ja, wenn ja. du ihn gesagt hättest, jetzt Serie gefahren, das haben wir ja beim Auseinandernehmen ja. gesehen, wir haben ja mit Björn alles zusammen gemacht. Ja. Der Motor war gut. Ja. Jetzt kann, aber der Motorumbau zum Beispiel sieht ja so geil aus, ja. der geht ja fast für Serie durch, abgesehen von dem Saugrohr. Ist ja auch seriennah. Ja, und kann trotzdem 500 Pferde. So, und darum geht man's. Und der wird ja auch rot. Ne? Und wenn du dann, habe ich gesagt, ein bisschen an RS4-Verbreiterungen gehst, hast du das perfekte Auto. Ja. Meiner Meinung nach sogar ein Ticken geiler wie ein RS2, weil ein RS2 war ist Serie. Nicht breiter. Ist Serie, das stimmt. Deswegen haben wir jetzt auch nur beim KTS, beim Andi, nur 2 cm pro Seite über. Finde ich perfekt. Dass jetzt also, Kenner werden es sehen, normale Menschen werden es nicht sehen. Wird sich auffallen. Da gucke ich jetzt mal, vielleicht werde ich aber noch mal vorher mit dem Golf 4 ein bisschen Spaß haben. Zum Beispiel, wenn du mal in der Nähe wärst, Prüfstand, könnte man mal beim Prüfstand stellen, wäre auch mal ja, interessant. Ja. Ne? Genau, und dann mache ich so, dann bringe ich Scheinwerfer mit und dann kannst du ihn zurückrüsten und kannst du ihn dann kaufen. am Prüfstand. So, Golf 3, V6, haben wir Sauger gemacht. Was sagst du? Hättest du den auf Turbo umgebaut? Ich hätte generell gar keine Ahnung, warum. Wäre überhaupt nicht dein Ding. Drei. Ich bin kein... Also ich, falsch, wenn ich sagen würde, es ist, gefällt mir nicht. Aber ich würde... Golf, ist doch komischerweise Golf 2 genau das Gleiche. Seitdem es ist ein... G60, ein roter. Aber selbst ein Rallye-Golf ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, ein Rallye-Golf. Ah, mittlerweile. Nee. Boah, also mir hat es nie so gefallen. Natürlich, wenn es jetzt umso seltener zu sehen sind und dann jetzt auch noch bedenkst, ist ja ein Allrad, ne? Ist schon nicht nur Optik, auch von der Funktion her ein G60 Allrad schon selten. Ja, doch. Auch Rallye-Golf ist ja auch schon selten. Aber zum Beispiel, das ist jetzt schon fast eine Beleidigung, da wirst du dich jetzt auch beleidigt fühlen. E30 M3. Ja. Will ich nicht mehr. Zu viele gesehen. Ja, jetzt kommen sie nämlich alle raus. Bei uns, wo wir noch offen hatten, zu viele Autos gesehen, auf Prüfstation 3 verschiedene. Satt gesehen. Hört sich fast übertrieben an. Ja. Ist aber so. Genauso ist das für mich. Golf 2, Golf 3 ist so ein Auto, was mir sehr oft noch rumfährt. Du siehst die ganz viel, diese Autos. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir die Finger nachschlecken würde. Was ich wiederum gut finde, du hast eine Farbe gewählt, die man auf dem Golf 3 so gut wie nie sieht. Mhm. Also überhaupt Porsche-Kreide, ja. Noch nie gesehen. Und Saugerumbau. Mhm. Finde ich auch geil, weil die jetzigen in meinem Alter werden es wahrscheinlich wieder verstehen, hey, das ist der Ursprung des Autos. Mhm. Der Golf 3 war der Erfinder oder war der Erbringer mit dem Passat zusammen vom VR6. Alles wurde auf Turbo umgebaut. Die Motoren waren nachher so wertlos, dass sie, ich kann mich auf Schrottplätze erinnern, wo die Hauben fehlten, da lagen die Motoren noch drin, wobei sie noch heile waren. Keiner wollte sie haben. Dann wurden Zylinderköpfe früher oder Motoren verkauft für 300 Euro oder 200 Euro, gab es ganze Motoren und Köpfe für 50 Euro. War ein Spritschlucker früher, genau. Wenn du so und siehst. Und dann kam die Turbozeit. Ja. Und dann wurden die ganzen... Wobei jetzt, am Anfang nicht einmal. Jetzt wird es halt nochmal schwieriger. Jetzt, ja, jetzt, weil ja jetzt sind die Dinger immer älter, immer viel mehr verheizt worden. Ich glaube, der Gockel ist nicht ganz unschuldig an der Szene. Definitiv. Hat auch mit Sicherheit einiges verholzt, genauso wie ich meine 15er. Wenn ich überlege, wie viele Zylinderköpfe ich zerstört habe. Oder wie viele Kolben, Motoren. Dumm, einfach dumm im Nachhinein gesehen. Deswegen sage ich, heute ist das wieder was Besonderes. Also ich habe mittlerweile Bedenken, wenn ich auf der Autobahn fahre und ich sehe einen Golf hinter mir, ein Dreiergolf, auch wenn ich 120 fahre, und der drückt ein bisschen, oder ein Zweiergolf, weiß ich schon, dass es ein Turbo-Umbau ist. Ja. Also sonst würde er nicht drücken. Das, also mit dem GTI drückt er nicht. Deswegen so. Zum Beispiel stehe ich auf unserem VR6 Bus, weil ein Bus auf Turbo-Umbau und sagt jeder, bringt ja nichts. Nein, das ist nein, schon das cool. Auto wird nicht schnell. Das ist, du ziehst damit wahrscheinlich nicht mal einen normalen Golf GTI ab. Aber das Auto hat mehr Drehmoment. Und der Turbo ist dafür da, um das einfach das Auto halt besser schneller zu beschleunigen. Schneller bewegt. Und es hat schon einen Spaßfaktor. Mit Sicherheit. Weil du das nicht, ich sag jetzt in so einem T4-Bus, ganz ehrlich, erwartest du diese Leistung nicht. Nee. Und deswegen ist es besser. Genau, da finde ich es auch. Weil dieser Umbau zum Beispiel, sehr schön. Ich glaube, was du noch nicht dran gemacht hast, ich glaube, weil du das nicht möchtest, du hast die Radlaufverbreiterung doch, abgelassen. Die habe ich noch da, die muss man hinkleben. Und da wollte ich aber vorher die Radläufe etwas börteln. Ah, okay. Das haben wir ein bisschen verpeilt vorm Lackieren. Deswegen wollten wir sie ganz vorsichtig
einlegen und dann kommen die Verbreiterungen erst drauf. Okay, dann ist es perfekt. Okay, weil die fehlen mir. Die kommen, die sind auch schon matt lackiert, also die sind genauso wie hier weil überall. Die Kontraste schön mit den Farben. Es gab ja die letzten Golfmodelle, haben die Stoßfänger ja oberhalb glatt gehabt und lackiert, so wie hier. Ja. Und die waren dann in Wagenfarbe. Dann sind sie schon wieder sehr modern. Du hast dich ja quasi so an die 92, 93 ist ja auch ein 93er. Perfekt. Und Innenausstattung auch toll, aber ist jetzt kein Auto, wo ich jetzt sagen würde, boah. Muss man haben. Ich eigentlich auch nicht. Ich wollte einfach nur einen Golf 3 V6 jetzt noch haben, weil jetzt war es noch so, dass du es relativ günstig kriegt hast. Ja, immer noch, ja. Obwohl, so ein V6 kriegst du heute nicht mehr so günstig. Also unter 7, 8, 9, 10 kriegst ich du nicht mehr. Ich habe einigermaßen vernünftig. Du sagst gerade, ich hatte so eine, haben wir sogar ein Video drüber gehabt, so eine Brombeer-Edition. Der war Brombeerfarben. Ja. Und das Leder war schwarz, innen drin ganz dunkel Brombeer. Ganz seltene Edition. Doch, und der mit 4 Kilometer, meinst du, ne? Den V6. Kilometer weiß ich nicht mehr. Ich weiß, der Motor war ganz frisch gemacht. Haben wir auf den Prüfstand gestellt, hatte genau seine Leistung. Er hatte hier einen Rost an der Heckklappe, so die typischen Stellen. Habe ich für einen Apfel und ein Ei, im wahrsten Sinne des Wortes, dem Giuliano verkauft. Der sagte, hey, da kuppeln wir was. Ich glaube, ich wollte von ihm was haben. Er sagte, wir machen das. Der hat das Auto, eine Heckklappe lackieren lassen, hat also noch ein paar Euro investiert, Stoßstange, Kotflügel lackieren lassen. Also er hat wirklich das Auto nachher top auf Vordermann gemacht. Motor war neu, Karosse sah top dann aus. Hat es reingesetzt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, für 9.000 Euro, 8.900. Er sagt, er hat es am gleichen Tag noch verkauft. Also vor allem, wenn du Klima und das und jenes drin hast. Aber du hast doch mal einen VR6 gehabt. Ich hatte schon zwei VR6. Ja, wo du irgendwo ersteigert das ist hast? Das war noch zu Autohändlerzeiten. Ach, waren das zu Autohändlerzeiten? Ja, das war noch, das muss lange her sein. Da war ich noch rank und schlank und so. War einer der ersten Videos so. Den habe ich, glaube ich, damaligen Zeiten für um die 3.000 Euro verkauft. Ja, so aus erster Hand mit Klimatronik und so. Genau, aber ganz originales Auto aus erster Hand mit lückenlosen Schecke. Habe ich damals verkauft, ich glaube für 4,5. Heute brauche ich drüber sprechen. Heute über 10, weit über 10. Gut, der hat jetzt keine große Ausstattung, der hat auch kein Klima und so. Sitzheizung weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich brauche das auch nicht. Also für das, was ich dieses Auto, gut, die Felgen sind jetzt auch nicht Endresultat. Wir haben auch schon große Bremsen und so verbaut. Im Prinzip will ich da nur ab und zu mal sonntags rumfahren. Und ich glaube, das, was ich bisher hier reingesteckt habe, was nicht viel ist, kriege ich wieder. Auf jeden Fall. Also mit diesem... Es gibt ja ganz viele Leute, die einfach auch nochmal 10 Jahre jünger sind wie ich. Für die ist ein Golf 3 das Auto. Ja, stimmt. Ich habe zwar auf dem Golf 3 fahren gelernt. Mein Auto auf der Fahrschule war ein Golf 3 GTD. Mhm. Mit 50 PS. Und damit habe ich fahren gelernt. Aber Golf, selbst im Golf 2, wie du schon sagst, der Dennis ist jetzt so ein G60 vom Gockel. Ja. Ne Rot. Den finde ich auch geil. Jetzt will er ihn ja wieder schick machen, weil er auf den G60-Geschmack gekommen ist. Ja, bleibe ich auch bei geiles Motorrad. Ich bin auch nicht ganz fertig mit unserem Country, da G60-Motor reinzumachen. Oder, wenn man einen G60-Motor nicht für einen fairen Preis findet, dann die moderne Variante 1,8er Turbo. Das aber nicht groß fummeln, sondern 150 PS, vielleicht ist die Software 180 PS. Weil dann hast du ein sparsames, schönes Auto, was eine modernere Technik fährt. Und der Motor ist gut. Wobei ich den G60 da schon eher drin sehe. Ja, passt ja auch zeitmäßig einfach eben, besser. Eben. 100%. So, über den E46, das ist nichts für dich da, zwar wenig Kilometer. Und E46 ist auch so als Touring geil. Also ich glaube, ich würde erst Touring nehmen, dann Limo, dann Coupé. Cabrio gar nicht. Nee, Cabrio. Ist nicht keine Ahnung, Cabrio ist nicht das Auto da vorne, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist kein Projektauto, sondern einfach ein B5, den Marco gar nicht haben kann. Ich glaube, das Auto ist halt, ich mache ja meine eigenen 5-Zylinder manchmal schon nicht mehr sehen, weil es einfach der Hype um diese Karosserien, die Preisentwicklung um diese Fahrzeuge. Ich habe selbst so ein Auto gehabt in einem Video. Ich weiß. Wenn ich jetzt sehe, für was ich da verkauft habe, das ist Wahnsinn. Also was jetzt passiert ist. Was jetzt nochmal. Wie lange ist denn das her? Mir kommt es vor, als wäre es letztes Jahr gewesen. Maximal 2 Jahre ist das jetzt her. Und so viel ist jetzt passiert in 2 Jahren, gell? Genau, und die Preisentwicklung war jetzt nochmal 20 plus. Das ist ja krank. Also da hört es bei mir. Wo sind die jetzt gerade? Ich habe jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr geguckt. Ich glaube, RS4 gibt es nichts mehr unter 55. Also wo ich zuletzt geguckt habe, waren noch 40, 42 waren wir hier noch drin. Damals bei mir war der günstigste 36. Okay. Zu der Zeit, wo ich geguckt habe. Und jetzt habe ich, aber wie gesagt, meiner war erste Hand, schwarz-grau-Leder. So wie der jetzt. Ja, also... Marco, ich glaube, das wird eigentlich ein bisschen viel, bis wir hier durch sind. Ja? Mit T-Modell 124 ist nicht so dein Fall. Und der gefällt dir.
Jetzt haben wir hier eine S-Klasse, der Audi 80 Competition, den kennen schon viele bei mir schon nicht mehr. Der Motor ist jetzt schon da drin, ich warte jetzt immer noch auf meinen Freund.